Moin Leute, ich möchte euch heute gerne Hachiwad von der Marke Nishane vorstellen. Ja, ich glaube, es ist sogar 3 oder 4 Jahre her, dass ich einen Flakon in meiner Sammlung hatte. Ich war aber jetzt vor einigen Tagen in einer Nischenparfümerie und konnte Hachiwad mal wieder aufsprühen. Da habe ich einfach wieder festgestellt, was das für ein wundervoller Duft ist und dementsprechend ist Hachiwad wieder in meine Sammlung gewandert. Am besten legen wir direkt mit der Flakonpräsentation los und da macht Nishane meiner Meinung nach auch alles richtig. Die Glasqualität ist gut, die Verarbeitung ebenfalls, der Deckel ist schwer und massiv, also da stimmt meiner Meinung nach alles. Ich persönlich finde auch den 50ml Flakon ansprechender als den dann doch recht klobigen 100ml Flakon, aber das ist natürlich alles Geschmackssache. Ich muss aber auch dazu sagen, dass ich in den letzten Monaten auch wirklich nochmal festgestellt habe, dass mir ebenso die kleineren Flakons ausreichen. Ich habe eine gewisse Sammlung, also eine gewisse Anzahl von Parfums in meiner Sammlung und da macht es meiner Meinung nach absolut gar keinen Sinn, immer den größten Flakon zu kaufen, weil man die Flakons in der Regel einfach nicht leer bekommt. Natürlich muss man da auch immer so auf das Preis-Leistungs-Verhältnis schauen, aber wenn das auch bei der kleineren Größe, bei der kleineren Einheit in Ordnung ist, greife ich mittlerweile eher zu den kleineren Flakons. Dann legen wir auch einmal mit der Duftbeschreibung los und ich blende euch auch die Duftnoten ein. Ja, ich möchte nochmal ganz kurz etwas zu der Thematik sagen, ob Hachiwad wie Aventus riecht. Also ich empfinde da auch so einige Parallelen, muss aber sagen, dass für mich Hachiwad auch eine ganz eigenständige DNA hat. Und tatsächlich gefällt mir Hachiwad auch besser als Aventus. Das ist und bleibt natürlich alles Geschmackssache. Vielleicht liegt das auch daran, dass ich Aventus damals wirklich sehr, sehr viel getragen habe und irgendwann die DNA über hatte. Nichtsdestotrotz ist für mich Hachiwad einfach die etwas interessantere Duftkomposition. Der Start ist richtig schön spritzig, frisch und vor allem auch fruchtig. Also hier steht die Ananas ganz klar im Fokus und ich finde auch, dass man das richtig gut herausriecht. Und für mich riecht es die ganze Zeit auch immer so leicht minzig, mentholig. Wir haben hier zwar keine Minze und keinen Eukalyptus enthalten. Das kommt meiner Meinung nach eben durch das intensive Zusammenspiel der drei Duftnoten Bergamotte, Grapefruit und Ananas. Dadurch hat die DNA für mich auch die ganze Zeit so einen leicht kühlenden, mentholigen Charakter. Und ich finde sogar tatsächlich, dass man dadurch auch den so häufig angesprochenen rauchigen Charakter bekommt. Das nehme ich zwar mitunter eben auch als Rauchigkeit wahr, aber ich finde, das kann zum Teil auch eben von dieser fast schon extremen Frische und Fruchtigkeit kommen, denn für mich geht das dann teilweise auch so ins Herbe über. Im Herzen haben wir dann etwas Jasmin. Ja, nehme ich mitunter auch wahr. Also wir haben hier einfach nur so eine ganz leichte, feine, blumige Note. Für mich ist hier aber vielmehr der Patchouli präsent, vor allem auch im Drydown und auf meiner Haut. Also da nehme ich schon eine recht intensive Patchouli-Note wahr. Und wir haben hier eben auch ganz klar eine holzige Basis. Wir haben hier Zedernholz und auch andere holzige Noten. Und im Drydown bekomme ich dann auch noch durch Eichenmoos wirklich so eine ganz leichte, feine grüne Note. Und ich muss auch sagen, dass mir Hachiwad einfach besser gefällt als Aventus. Das kann ja auch jeder anders sehen, es ist halt Geschmackssache. Aber ich finde, dass die zum Teil sehr frischen, intensiven Duftnoten mit diesem kühlenden Charakter einfach für mich den Unterschied hier machen. Und jetzt kommen wir auch nochmal abschließend zu der Haltbarkeit und zu der Sillage. Ja, denn die Haltbarkeit ist auf meiner Haut wirklich richtig gut. 10 Stunden plus mindestens, aber auch das ist natürlich ganz individuell. Deswegen sage ich auch immer ganz oft von bis beziehungsweise plus. Aber was man hier auch nochmal wirklich hervorheben muss, ist die Haltbarkeit auf Klamotten. Also da hält der Duft gefühlt Tage, Wochen. Also mit einigen Sprühern auf das Shirt zum Beispiel riecht das Shirt locker noch nach einer Woche danach. Also das ist mir jetzt auch mal wieder aufgefallen. Und die Sillage ist auch wirklich intensiv und macht vor allem auch richtig Spaß. Also ich nehme den Duft gefühlt die ganze Zeit wahr und vor allem so in den ersten 5-6 Stunden strahlt der Duft wirklich sehr stark ab. So, und dann bin ich auch durch für heute und du kannst ja gerne mal kommentieren, wie du Hachiwad findest. Mich interessiert da deine Meinung.
Und auch wenn ich mitunter den Vergleich zu Aventus gezogen habe, ja, finde ich eben, dass Hachiwat eine ganz eigenständige DNA hat. Ich finde, das ist ein ganz wundervoller Duft, den man meiner Meinung nach auch ohne Probleme das ganze Jahr übertragen kann. Ich habe das selbst jetzt in den letzten Tagen gemacht, als es draußen kalt war. Also auch da passt der Duft wirklich perfekt. Ich freue mich aber vor allem eben auf den kommenden Frühling und Sommer. Ja, dann sage ich danke, dass du hier warst. Bleib gesund und munter und bis demnächst.